Bisher habe ich immer das Deo von Ponyhütchen verwendet und war damit auch sehr zufrieden. Allerdings dachte ich mir, ich stelle mir mein Deo selber mal her. Und dass das ganz einfach ist, seht ihr jetzt. Zunächst brauchen wir 2 Esslöffel Kokosöl, 2 Esslöffel Speisestärke und 2 Esslöffel Natron. Wir geben das Kokosöl in eine Schüssel und schmelzen es. Dann einfach alle Zutaten mit in die Schüssel geben. Ich fange an mit der Speisestärke. Ich habe dazu handelsübliche Speisestärke verwendet. Das ist einfach reines Maismehl. Und gebe dann das Natron hinzu. Ich habe das aus dem Bioladen. Das ist von Bio-Vegan. Und das ist ganz gut, das Natron, weil es nicht so grobkörnig ist wie das handelsübliche aus der grünen Verpackung. Und lässt sich dann später einfacher und leichter und so sanfter auf die Haut auftragen. Und wer möchte, kann noch ein paar ätherische Öle mit eingeben, damit das Deo auch ein wenig duftet. Aber das ist nicht notwendig. Und dann verrührt ihr das Ganze. Und fertig ist euer Deo. Ich habe es abgefüllt in 2 kleine Döschen und damit die schneller trocken sind, habe ich sie kurz im Kühlschrank gestellt, aber die trocknen auch in der normalen Umgebungstemperatur. Und das ist es, das fertige Deo, aluminiumfrei mit nur 3 Zutaten und es wirkt wirklich und ich bin so überrascht, selbst beim Sport, ich habe keine Probleme mehr. Viel Spaß beim Nachmachen, bis zum nächsten Mal, ciao.